So, herzlich willkommen zurück bei Nachtronox. Letzte Aufnahme, wo ich noch mit Glasfaser... Nein, die werde ich nicht mehr mit Glasfaserkabel hochladen können. Es sei denn, ich habe dann die nächsten 2 Monate überhaupt keine Zeit, weil ich da nicht umziehe. Also ich ziehe jetzt wieder um in da, wo ich vorher schon gewohnt habe. Da ziehe ich kurzzeitig und dann, wenn ich eine neue Wohnung habe, ziehe ich dahin, wo ich studiere. Dann mal schauen. Sollte mir vielleicht doch einen Laptop holen, aber ich habe eh das Geld dazu. Gut, zurück zum Spiel. Wenn, wie ich mich erinnere, sollten wir jetzt mal diese Checkpoints hacken, um die Laser zu... Krumpos! Geh mal weg da. Die Laser zu deaktivieren. Warum macht das denn der Kleine da nicht? Ah! Ja. Ich glaube, das haben wir schon mal gehackt, aber ist jetzt noch erst weg. Gar nicht mehr. Ah, so geht's schon mal nicht. Ach. Wenn man ein paar Tage nicht gespielt hätte, verwirrt ein, das wird mal etwas. So, geht's. Nein, ich will das. Jetzt erinnere ich mich auch wieder, wie wir damals das gelöst hatten, genau. Dieser Sicherheitslaser ist einer der 3 Laser zum Schutz. Die Laser zwei. Ah, wir müssen erst die Frequenzeinstellungen rausfinden. Genau, wir müssen die Frequenzeinstellungen und so weiter erst herausfinden. Dazu müssen wir erst. Sagt es uns vielleicht unser netter Polizist da unten? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier steht ja noch ein netter Polizist. Okay, interessant. Perl, das muss schon ein guter Grund sein, diesen Bot hier direkt vor einem Packsguard zu hacken. Okay, wir müssen wahrscheinlich den hier. Atme! 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 Officer Rabir. Ich nehme an Wutkontrollkursen teil. Ich sollte meine Muskeln entspannen und tief atmen. Atme! Die Wut verlässt mich, die Wut verlässt mich. Ganz ruhig bleiben. Ich muss meine Wut kontrollieren. Ich werde jetzt tief einatmen und... Es hat meine Zeitung! Ah! Mir geht's gut. Wirklich. Ich bin ausgeglichen. Kein bisschen wütend. Wenn Sie mir die Laserfrequenz verraten, wenn ich Ihnen Ihre Zeitung wieder herausholen. Gut, das ist ein Deal. Damit kann man sowieso nichts anfangen, oder? Ohne die anderen Frequenzen ist sie wertlos. Sie ist wertlos! Außerdem werde ich Ihr Gehirn im ganzen Starport verteilen, wenn Sie damit etwas Schlimmes anstellen. Ja, ja, genau. Nett von ihm. Da müsste ich wohl kurz husten und immer noch so. Menno! Das Minispiel nervt ein bisschen. Ich mag Minispiele allgemein. So bin ich jetzt richtig. Ja, gut. Ich wusste es, dass man nicht auf direkten Weg hinkommt. Ob ich die Dinger aber auch nicht austauschen kann, ist mir auch so ein Rätsel. Mir, dass es jetzt klappt. Ja, juhu. Es funktioniert. Verkaufsbot 000. Was? Ich kann kein Bot mehr. Hey, du hast mir meine Zeitung zurückgebracht, ohne den Bot zu berühren. Wie ist das möglich? Danke, kleiner Roboter. Das ist prima. Jetzt kann ich den Boden meines BP-Käfigs mit frischem Papier auslegen. Die Laserfrequenz beträgt 691 Terahertz. Okay, wir haben die erste Laserfrequenz. Ich hoffe, die steht jetzt noch irgendwo da drin. Das muss ich mir nämlich... mal notieren. Das muss ich dann nach der Aufnahme machen, weil ich das 691 Terahertz. Vielleicht kann man die ja auch spielen. Vielleicht nur, dass ich euch die Laserfrequenz verrate. 691 Terahertz. Ich habe jetzt gerade wieder nichts zum Schreiben. Da, doch, ich habe einen Stift da. Nur nichts zum Draufschreiben. Doch, habe ich auch da.
691 Terahertz. Erste Laser. Okay. Jetzt müssen wir natürlich noch die anderen Stationen zum Hacken suchen. Oh, ich glaube, da kommen wir nicht hoch, wa? Vielleicht mal die andere Seite probieren. Diese Zahl wird mir jetzt wahrscheinlich wochenlang nicht aus dem Kopf gehen. Schade, ich kann nicht jeden Bot hacken. Ich will die Welt der Wissenschaft kaufen. Da ist der nächste Pax. Ich höre einen Kampf nicht rein. Was ist mit dem Koffer? Officer Dawn, sehen Sie denn nicht, dass ich beschäftigt bin? Würden Sie mir die Frequenz für den Laser verraten? Oh, wenn man schon so direkt fragen kann. Officer Dawn, ich habe einen schlechten Tag und außerdem rede ich nicht mit Schwachköpfen wie Ihnen. Verschwindet Sie! Hey, Sie, schlagen Sie mich. Ja, trauen Sie sich. Keine Angst, versuchen Sie es einfach. Sehen Sie? Sie können mich nicht berühren. Nichts kann mich berühren. Ich generiere ein sehr starkes Kraftfeld, den sogar die meisten Thermalscanner nicht entdecken können. Diesen Generator-Prototyp habe ich selbst gebaut. Das einzige Problem ist, dass er nicht weiß, wie er dieses Kraftfeld abstellen soll. Keine Sorge. Manche Variablen bereiten mir den Kopf zerbrechen, aber ich bin gerade dabei, meine Berechnungen zu korrigieren. Das sollte nicht mehr lange dauern. Was? Arg, ich bin beschäftigt, Eselskopf. Mein Name ist Dr. Buccelli. Ich fürchte, Ihr Vater ist krank. Ah, mein Vater ist vor 15 Jahren gestorben, Sie Idiot! Na gut, das haut die falsch an. Sie sollten dies. Ich weiß gerade, wie ich es auch im echten Leben mache. Ich hüpfe ständig zwischen den Themen hin und her und so weiter. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf Dr. Rubellix. Sie sollten dieses Teil lieber zerstören, bevor Sie mit den Ketzern eine plötzliche Bekanntschaft machen. Sie Spielverderber, warum müssen Sie mir jedes Mal meinen Spaß nehmen? Du liebe Güte, ich muss auf die Toilette. Das könnte jetzt natürlich werden. Für das, was Sie gerade sehen, bin ich nicht verantwortlich. Taub, ich habe keine Zeit für Idioten wie Sie. Machen Sie eine Pflege, bevor ich aus Ihnen eine Fliege mache. Okay, so wir... Aua! Den hast du nicht klein. Aua. Exit. Haut der mich einfach? So ein Arsch. Doch gar nichts getan. Wir haben alle so ihre Aggressionsprobleme, diese Packs. Ich glaube, es war wirklich gut, dass wir nicht dafür gestimmt haben, dass Packs darunter nach Anachronox kommt, weil die sind wirklich besser als die anderen. Oh. Dieter. Aber den haben wir ja schon besser. Da setze ich erstmal die Hexte. Oh, das war so ein Spatz auf dem Geländer. Schade. Gleich wieder weggeflogen. Dass wir den anderen Hackpoint finden. Ach ja. R2D2, du weißt doch, dass man fremden Computer nicht wird. Ich mit den beiden da schon geredet. Zu blöd, um die Wand Bank zu laufen. Professor Bondo, alles was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Ne? Das war schon mal gut. Dr. Heinzi, wieso kratisch von. Wieso kratisch? Gut, das. Ja, wohl nicht mehr zu sagen. Ja, und das haben wir schon gehackt. Ich dachte, ich hätte in der Folge irgendwo die zweite Station gesehen. Mann. Aha! Ja, ihr Bett ist gerade lange. Ja, ich glaube fast, es ist. Ich bin schon. Was ist das eigentlich? Ach, ich kann's. Ach so. Ja gut, das nützt mir jetzt noch nichts. Aber gut, jetzt weiß ich wieder wenigstens. Ich wusste, dass ich in der ersten Folge schon mal so korrigieren konnte. Ich hab's nur irgendwie vergessen. Gut, dann gehen wir das Ganze jetzt mal.
Nein! Okay, das war knapp. Das war verdammt knapp. Mach hin. Sei nicht so verwirrt, Herr Nackrach. Und nein. Juhu, Erfolg. Wenigstens ein, was er sich kann. Nach mehreren Versuchen. Dieser Sicherheitslaser ist einer der drei Laser zum Schutz des Kaloso. Starports, das Pflegepersonal muss mit den Grundfunktionen der Anlage vertrauen. Ja? Schick. Geben Sie die Fenster ein, wenn Sie etwa zu einer Fehler gab. Ich glaube, ja, das müsste der mit den sechs. Mit den. 691 TRS. Dann rollen wir mal weiter. Rollolol. Ah, das ist die nächste Hacking Station. Ich glaube, es geht genauso wie vorher. Offensichtlich ja. Gut. Ja, leider weiß ich nicht welche. Okay, bei dem vorderen ging die Zahl rein. Mal nachschauen. Schaut mal. Ja, gut, dann. Da rennt ich bin wieder zu der Tür. Die Aufnahme ist verkackt. Die macht wirklich ein bisschen technische Probleme. Ja, da ein bisschen zu viele wirklich. Ja. Naja. Inzwischen habe ich eigentlich Lust auf ein anderes Rollenspiel, aber ich werde das hier natürlich fertig. Das macht ja schon Spaß. Die Story entwickelt sich ein bisschen langsam. Der hat bestimmt diese Rollerblade-Schule. Die Story entwickelt sich für mich ein bisschen arg langsam. Ich weiß nicht, mal schauen. Ach, ich hatte die ganze Woche schon, habe ich das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ja, kennt man ja schon. Naja, Sly Boots ist da, also wird was Schreckliches passieren. Das habe ich jetzt schon mal erwähnt. Hier ist noch eine Hacking Station. Ich weiß es gerade nicht mehr. Naja, ich übe es nochmal, dann kann ich es nochmal auswendig. Und wieder ein Erfolgserlebnis. Moment mal, das ist doch. Ja, das war die, wo eingestellt war. Oh shit, da haben wir jetzt. Erfahrungspunkte kriegt man dafür. Naja, sorry. Da sieht man wieder, was für ein verwirrtes Wesen ich doch eigentlich bin. Daher auch mein Banner auf dem Kanal. Schöner Treppengang, ja. Das hier kann man noch nicht treffen. Aber ich habe fast eine Vermutung. Okay. Oder, wenn ich 6. Nein. Thank you.
Ja, gut, dann beende ich jetzt erstmal die Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.